Bin ich da guter Dinge, dass ich dir da helfen kann. Weil es passt halt auch von der Thematik, passt halt sehr. Ja, das habe ich auf deiner Webseite gesehen, genau. Das war auch einer der wichtigsten Gründe, warum ich dich dann angeschrieben habe, weil ich habe Ja, gesehen, das genau. habe ich von Nils Schulz gelesen, gell? Weiß ich gar nicht, aber ich habe Okay. gesehen, du bist halt, es gibt halt Coaches, die sind eher so, sag ich mal, einfach allgemein Coaches oder auch LinkedIn steht bei denen, aber die sind halt wirklich nicht IT-bezogen, ne? Das war mir halt wichtig, jemanden zu haben, der eine Ahnung hat von dem, was ich eigentlich machen möchte. Das Das ist. sowieso, das sowieso. Aber noch dazu halt genau von diesem E-Shop-Thema, wo Ja. dieses Enterprise, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Na, du machst ja keine 5.000 € E-Shops. Ja, tatsächlich, das stimmt. Und genau, es sind halt natürlich so, wie gesagt, ich fühle mich jetzt aktuell noch nicht auf der Ebene eines Unternehmers mit, ne, so wie die, sondern ich biete eine Dienstleistung an, in der, ne, also für Firmen, die so groß sind, aber ich selber bin sozusagen ein kleines Rädchen für die, ne? Aber ich möchte sie natürlich überzeugen, zu sagen, das, was ich euch anbiete, ist für euch gut, ja, und ihr solltet mich nehmen, weil, ne, ihr habt selbst was davon, sozusagen, ne? Also wenn nachher war das ja immer so, oder ne, bisher, dass ich immer wieder verlängert wurde von meinen Auftraggebern. Das hat ja dann auch bedeutet, okay, die würden jetzt nicht verlängern, wenn sie jetzt sagen, du hast jetzt keine schlechte Arbeit gemacht oder so. Aber um ne, überhaupt in die Lage zu kommen, die erstmal anfangen zu überzeugen, ne, muss ich natürlich die erstmal diese Hürde irgendwie überwinden. So, ne? Und das ist genau der Punkt. Ja, lass es uns so machen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja. Okay. Super. Ja, dann freue ich mich und dass wir da zusammenkommen, höchstwahrscheinlich. Und das ist einfach cool, durch den Gedanken einfach alles mal sacken. Und dann komm gerne nochmal auf mich zu. Hat mich sehr gefreut. War wirklich sehr, sehr cooler Call. Und du bist halt exakt meine Zielgruppe auf dem Level. Ne? Also, es könnte gar nicht Ja. sein. Ich hatte letztens wieder einen, da habe ich mir auch gedacht, ja, Volltreffer, ne? Alles richtig gemacht in meinem Marketing, dass du mich gefunden hast. Ja. Ja, das ist doch schön. Vielen Dank für das Kompliment und gebe das gerne zurück. Also es war ein sehr interessanter Gespräch. Also sollte das so sein, dass wir nicht zusammenkommen, dann hat sich das für mich auf jeden Fall gelohnt, dich kennenzulernen und Super. mit dir über interessante Dinge sich zu unterhalten. Das kann ich ja schon mal auf jeden Fall dir zurückgeben. Genau. Okay, dann Ja. eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende mit deiner Familie, gell? Alles klar, vielen Dank. Dir viel Erfolg. Ciao. Bis dann, ja, ciao.